Guten Tag bei einem neuen Blick ins Labor. Ich möchte euch heute zeigen, wie man mit einem kleinen Trick den Frequenzgang des Signalgenerators von einem Megahertz bis 3 Gigahertz sweepen kann und gleichzeitig eben den Ausgangslevel durchwobbelt. Das heißt, ich kann dann aufzeichnen, wie sich der Ausgangslevel über den ganzen Frequenzbereich verhält. Dazu habe ich eingegeben, die Startfrequenz 1 MHz, Stoppfrequenz 3 GHz, kann nicht höher gehen, der Signalgenerator geht von 5 kHz auf 3 GHz. Dann der schrittweise immer 1 MHz. Dann habe ich die Dwell-Zeit, die Verweilzeit eingestellt. Das ist noch ziemlich wichtig dann, ich werde Ihnen das gerade erklären mit dem Spektrumanalyzer, 500 Millisekunden. Dann die Sweep Mode habe ich auf Single gestellt, das heißt einfach ein Durchgang von 1 MHz bis 3 GHz. Auf dem Spektrumanalyzer sehen wir jetzt Folgendes. Auf dem Spektrumanalyzer werde ich mal Folgendes einstellen. Ich werde Trace nehmen und die Trace werde ich mal löschen. Dann steht sie auf der Frequenz, die jetzt im Signalgenerator eingestellt ist. Den werden wir dann löschen. Der Trick dabei ist, eine Sweep-Time zu wählen, hier 96 Millisekunden, die um einiges kleiner ist als die 500 Millisekunden, die wir auf dem Signalgenerator eingestellt haben. Dann stellen wir hier auf Max Hold. Das heißt, jede Frequenz wird einen Punkt machen und hier dann eine Linie aufzeichnen. Das ist das Schöne daran, weil wir immer schneller sind als der Schritt des Signalgenerators. Und so haben wir dann nur eine Linie. Die beginnt bereits hier, man sieht das, wie das schön hier eine Linie aufzeichnet. Ich habe hier nur ein dB zwischen den beiden Linien, also sehr, sehr genau. Das dauert etwas jetzt, aber es gibt nicht irgendwelche Striche, sondern nur eine Linie mit den Maximalwerten des Ausgangs des Signalgenerators, der bei 0 dB ist. Und man sieht jetzt, wie sich dieser Frequenzgang verhält, also von 1 MHz bis auf 3 GHz. Ich mache jetzt nochmal Stopp und werde da nochmal von vorne anfangen, damit man das wirklich auch sieht von Null her. Also noch einmal Single und dann Execute. Und jetzt stehen wir, jetzt machen wir dann nochmal Clear und dann Max Hold. Und jetzt fängt die ganze Geschichte wirklich bei 1 MHz an. Der Signalgenerator zeichnet von 5, ja, irgendwie 10 kHz an auf. Also das geht durchaus. Die Linie, die wird jetzt kreiert oder aufgezeichnet. Das dauert ziemlich lange, sodass ich jetzt eine Pause einschalten werde und vielleicht in 5 oder 10 Minuten dann wieder einschalte, damit das doch nicht zu langweilig wird. Ja, wir sind in der Zwischenzeit schon einen Schritt weiter, einige Minuten später. Also wir haben ja eine Sweep-Time von 500 Millisekunden und 2000 999 Schritte, man kann selber ausrechnen, wie lange das geht, das wird noch einige Zeit dauern. Man sieht sehr schön, also wir sind hier innerhalb von 1 dB, das ist extrem genau, trotz der relativ großen Bandbreite, die wir hier abscannen. Die Idee zu diesem Hold, Max Hold und dieser Aufzeichnung kam mir übrigens nach dem Studium eines Berichtes von Mark. Mark hat etwas in einem ganz anderen Zusammenhang ein Messgerät durchgewobbelt und hat Antennen geprüft, indem er mit einem Signalgenerator gewobbelt hat. Und durch diesen Bericht kam ich auf die Möglichkeit dieses Max Hold und dieser Idee, diese Frequenzen so mit Max Hold aufzuzeichnen, ohne einen Vorhang von Linien zu erhalten. Danke, Mark, für diesen wertvollen Bericht, der mir auf die Sprünge geholfen hat. Wir werden wieder eine kurze Pause machen und das irgendwo
in einer Viertelstunde oder halben Stunde wieder fortsetzen. So, in der Zwischenzeit haben wir 2 GHz überschritten. Man sieht tendenziell eine leichte Abschwächung, aber also eben immer noch im Bereich von etwa einem dB. Das ist hervorragend. Also die Spezifikationen werden auch hier natürlich bei weitem eingehalten. Man sieht eine kleine Wellenbewegung. Ein Häuschen, also ein Abstand von Linie zu Linie ist, wir haben ja 10 Häuschen, wir haben 3 GHz, nicht ganz genau, 3 GHz Band, also etwa 300 Mega. Interessant, so eine Welle, etwa alle 300 Mega, keine Ahnung, woher das kommt, aber vermutlich eher zufällig als systematisch. Jetzt gegen die höheren Frequenzen scheint das nicht mehr so sich so zu wiederholen. Mal schauen, wie das ausgeht. Wir sind jetzt bei 2, ziemlich genau 2,5, 2,6 dürfte das sein, 2,6 GHz. Und wir werden mal abwarten, wie sich das entwickelt bis am Schluss dieser Aufzeichnung. Und wir nähern uns jetzt am Ende der Aufzeichnung zu. Es sieht so aus gegen die, ja, ab 2,6 irgendwie, 2,7 GHz gibt es doch ein bisschen mehr Bewegung in diese Kurve, die damit jetzt fertig aufgezeichnet ist. Und man darf doch davon ausgehen, dass die Spezifikationen deutlich eingehalten werden. Jetzt ist die Aufzeichnung beendet und es ist doch erfreulich, wie gut dieser Signalgenerator, wie stabil der ist. Der wurde auch noch nicht so lange her kalibriert. Der Signalgenerator hinterlegt eine Tabelle in seinem Speicher, eine Tabelle, die eigentlich diese Werte, also Ausgangslevel versus Frequenz, hinterlegt, eine Kalibriertabelle, die dann eben diese Werte ausgleicht und solch ein stabiles Signal erzeugt. Also wenn wir so bei minus 0,5 dB angefangen haben, enden wir irgendwie bei 1, irgendwas dB, auch 1,2 irgend so. Also extrem schmale, extrem enge Variation. Ich danke Ihnen für diesen kurzen Blick ins Labor. Bis bald.